Und damit einmal herzlich willkommen zurück zu Part. Wie viel war es nochmal? 43. Ah, super, 43 war es einmal. Herzlich willkommen zurück zu Part 43 von Borderlands 2. Wir sind so unprofessionell. Du weißt nicht, wie viel ich davon rausschneiden werde. Nein, das nicht. Sondern ich meine, wir waren schon hier drinnen. Und die Holzdöner haben aber schon angefangen zu reden, was sie jetzt machen sollen. Und das Brick Kammern für sich beansprucht. Und Lilith gemeint hat, er kann nicht einfach alle für sich beanspruchen. ja. Rund um die Uhr mit Propaganda, so. Die Leute dazu zu bringen, wir nehmen jetzt überall Nebenmissionen an, weil wir werden alle Nebenmissionen machen, die Pandora zu bieten hat. Yep. Könntest du kurz stehen bleiben? Ich brauche was. Außerdem haben wir uns etwas überlegt, damit es vielleicht ein wenig spannender wird. Wir machen nämlich eine Challenge. Oder? Ja. Möchtest du auch sagen, was für eine? Also ich habe gedacht, du möchtest das erklären. Du willst also meine Kamera, ha? Ich leihe sie dir unter einer Bedingung. Du filmst entweder nackte Haut oder Explosion. Am besten beides. Wundervoll. Sehr gut. Bring diese Kamera nach Opportunity. Ja. Und schau dir auf keinen Fall Moxys Aufnahmen an. Machen wir das mal nicht. So, schnell reiße hier hin. Kamera läuft? Gut. Ich brauche einen orbitalen Abwurftransmitter und ein paar Surveyor-Köder. Ich erkläre dir später, warum. Das wird super. Und wo du schon dabei bist, schalte auch ein paar Ingenieure aus. Wir müssen dem Universum zeigen, dass diese Stadt so gesundheitsfördernd wie ein Kopfschuss ist. Okay, also was wir uns für eine Challenge überlegt haben, ist, wir dürfen nur Seltenheitsstufen ab Blau mitnehmen. Das beinhaltet auch Granaten, Mods und so weiter. Selbstschilde. Ansonsten wären wir zu stark und die Gegner zu schwach. Und außerdem ist es eine nette Abwechslung, jetzt wo das Hauptgame beendet ist. Mit diesen Ködern kannst du die Surveyor zu jedem gewünschten Ziel leiten. Wenn du die Köder an Jacks Propagandawerken befestigst, sollten die Surveyor da reinkrachen. Schaff den orbitalen Versorgungstransmitter zu dem großen Kran hinter dem. Seid ihr stärker als meine Anarchie? Wenn du einen Abwurf anforderst, Gegner? Der Moonshot den Kran. Dürfte toll aussehen auf Film. Ich hab doch keine Kamera eingeschaltet, du? Naja, wir haben eine Kamera am Kopf. Okay. Wenn das so ist. Du siehst ja das Aufnahmesymbol oben rechts in der Ecke, neben der Karte. Ah, wir haben echt eine Kamera im Kopf. Ich töte trotzdem noch nicht. Ja, ich habe endlich wieder die Dialoge darüber, wie unnötig Treffsicherheit ist. Wundervoll. Ich hatte einen Plan. Endlich habe ich wieder das Gefühl, dass ich einen Macromancer spiele. Dafür hat mein Death Trap jetzt aber ein Schild, was cool ist. Achso ja, ich gehe mal zum Zielsymbol. Sollte mich hier nicht nur aufs Töten konzentrieren. Auch wenn hier viel zu viele Ingenieure sind. Was zur Hölle?
der Macromancer ist viel zu mächtig. Die Gegner haben sich übrigens halbwegs unserem Level angepasst, hast du das gesehen? Die versuchen es. Sie sind nur 11 Level unter uns. 11. Ey, der Wille zählt, das muss man tolerieren. Ich mache so wundervoll viel Schaden. Ja. Gibt es Opportunity nicht sogar noch im Dreier? Habe ich das richtig im Kopf? Michelle, bist du? Ich meine ein Gebiet, ich meine nämlich an ein Gebiet im Dreier zu erinnern, dass Opportunity sehr ähnlich aussieht. Ja, das ist auf einem anderen Planeten. Jeder Planet hat seinen eigenen Handsome Jack, oder wie? Nee, da dürfte es, nicht Mali war, wie ist aber, es gab da noch eine andere Firma, die da war. Dahl? Genau, Dahl dürfte ich da hauptsächlich unterwegs sein. Es ist immer Dahl. Das haben wir doch bei Blue schon gelernt. Und sie haben da halt eine richtig große Stadt. Wo müssen wir hin? Müssen wir da ganz hoch? Fast ja, dann eben ist runter. Ah. Wie ist das eigentlich? Dürfen wir Ausrüstung, die nicht blau oder höher ist, mitnehmen? So, jetzt veröffentlichen wir die Früchte deiner harten Arbeit. Okay, nehme ich's mit. Allein fürs Geld. Weil Munition zahlt sich nicht mit Luft und Liebe. Ich brauche aber keine. Okay. Deine Arbeit ist getan. Ja. Zweifel, dass noch jemand es eilig haben wird, hierher zu ziehen. Ausgenommen Vogelliebhaber. Komm zurück. Machen wir Monster Mix Teil 2 gleich mal bei der Gelegenheit, oder? Ja. Kann es sein, dass du Offscreen Monster Mix Teil 1 abgeschlossen hast? Ja. Dann brech mal kurz runter, was das war. Monsterteile einsammeln. Wo? Wie wo? Nicht was? Ja, was und wo? Achso, das war das Gag. Nee, nicht Gag Einteil, sondern beide als Einzelteile für das. Ah. Ich hab's mir auch in einem der vorigen Parts gesehen. Ach, du hast es nur abgegeben. Ja, also die Mission hat, wurde in einem der vorigen Parts abgeschlossen, aber noch nicht abgegeben. Nein, jetzt hat man diesen wertvollen Dialog da nicht gehört. Auch hier gibt's auch Missionen, warte mal. Krieg. Guck mal, wer nicht mehr heult. Oh. Wie viele Parts ist es mittlerweile her, dass er geheult hat? 3? Ja, ich glaube ja. Du bist doch eh noch da hinten. Hard head required. So, es wird ein Solo. Ah. Ihr kommt eh nicht gegen mich an. Ich habe 42 Packen Anarchie. Ich streichel den Constructor einmal und der macht Kaplamo. Aua. Oder ich. Ach du Hölle, ist der Ancient Schild gut. Je mehr Schaden ich genommen habe, desto weniger Schaden habe ich bekommen. Du gibst mehr als du nimmst.
Naja, das ist ja. Warte mal. Hier steht nichts, weil Deathtrap mal wieder im Weg ist. Passt die. Ach, Elementarresistenz? Warte mal, war es Explosion oder was? Weg! Mit dem Gegner! Ich hab den Aufseher doch vorhin gefunden. Ist der nicht da drinnen? Ja! Ich bin vorhin an dem vorbeigelaufen! Ey, weißt du, wo ich war? Ich war auf der Seite. Ja? Weißt du, wo es getriggert wird? Auf der Seite. Was? Sagt ihr nicht am Ende sowas wie, oh ja, jetzt töte ich dich auch? Es ist halt so gewesen, dass die Mission hier sogar auf der E3 vorgestellt worden ist, als das Spiel halt dort das erste Mal gezeigt worden ist. Auf der E kostenlos oder wie? E3, not free. Greife an! Ey, der ist ja wirklich freundlich, der macht mir gar keinen Schaden. Ach doch, der macht mir Schaden. Oder? Nein, macht er nicht. Hablamo! Frage, wer spricht da? Automatisierte Aufnahme. Okay. Wenn du nicht verstanden hättest, was ich meine, hätte ich gefragt, okay, nicht wer, sondern wie. Da ist die Bahn durch. Vielleicht hat das auch gemacht wie Kayaba aus Sword Art Online und sich einfach in den Computer hochgeladen. Irgendwie eine witzige Erklärung. Wenn ich das jetzt beantworte, würde ich glaube ich ein anderes Spiel spoilern. Meinst du Pre-Sequel? Nein. Danke, ich möchte es unbedingt haben, Jack. Ich hab den Ingenieur vor mir angeschossen, ja? Und dadurch, dass meine Kugeln ja abprallen, habe ich einen Ingenieur dann Kilometer weiter hinten war getötet. Und ich denke mir nur so, welche Kugel hat denn dich erwischt? Lappen! Ich sammle so viel Zeug ein, dass ich nicht benutzen darf. Klong. Was passiert eigentlich, wenn der Aufseher weg vom Fenster ist? Dann müssen wir es den, glaube ich, nochmal neu holen. Und er muss wieder den ganzen Weg durchlaufen? Ja. Ach, Zeit, den Tee rauszuholen. Warum geht's bei Handsome Jack eigentlich immer nur darum, dass wir Exkremente fressen? Ich
Ich habe gefragt, was er gerne möchte. Ah ja, stimmt. Die Projektierung und so, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ich wusste gar nicht, dass er so gerne Exkremente essen möchte. Aber kannst du mal aufhören, hier rumzulaufen? Flink disgusted. Disgusted. Was ist denn unser Preis? Ja, ein Super Badass Loader, Level 23. Was kannst du? Komm, lass uns spielen. Oh, 24. Was, noch einer? Wäre ja nicht nötig gewesen. Ey, der hat eine Shotgun rausfallen lassen. Die nur 500 mal schlimmer ist als meine. Ich glaube, wir... Ich bin interessant weggedotzt. Ich will ja nicht sagen, wir hätten das früher spielen sollen, aber... Wir hätten das früher spielen sollen. Jetzt wirst du mir aber sehr extravagant mit deinen Vorschlägen. Merk dir das mal, wir gedenken mit einer Schweigesekunde. Wird das jetzt erst noch bei den letzten sein? Ja, wir sind bei 3 von 4, also bei jetzt ist es halt die vierte. Gut, das habe ich jetzt vorhin ganz kurz gedacht. Vor allem das Schlimme ist, er lebt ja nicht mal. Das heißt, er hat vorträglich aufgenommen, wie wir ihn nerven, während ihm eigentlich nichts auf den Sack ging. Dieser Laser, der hört ab der gewissen Stelle auf, irgendwie. Siehst du das? Interessant. Hat der Schaden? Vielleicht ist es ja ein Lichtschwert. Ja. Stell dir mal vor, du schwingst so ein Lichtschwert. Das ist ein sehr langes Lichtschwert, aber ein sehr kurzer Laser. Es ist ein Dönerspieß. Gleich hat er's. Gleich hat er's. Der Dönerspieß kommt hinten wieder zum Vorschein. Gleich. Jetzt. Klong. Hä? Okay. Es braucht schon eine Weile, bis das es man gerade erkennt. Oh, ich bin ja durch. Ah. Nur zu! Wirf auch die letzte um! Ich erkenne das nicht an. Nein, tu es nicht. Du drückst den Knopf, ich will dafür nicht verantwortlich sein. Volles Protokoll, empfehle ich weiter. Soll es jeder von den Constructern mal ausprobiert haben. Yep. Vorübergehend los sein für immer? Ja, nein, vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe 118 Anarchie. Ich treffe nichts mehr, aber alles stirbt. Mann. Vor allem, weil ich daneben schieße. Ich bin beim Danebenschießen gefährlicher, als wenn ich treffe. Die Linke explodieren, wenn ich sie treffe. Es macht so viel Spaß, einfach an die Wand zu schießen und zu schauen, wie der Gegner trotzdem erwischt wird.
Wenn ich mutiere, lädt sich mein Echsenskill instant wieder auf, nachdem ich ihn eingesetzt habe. Okay. Ich hab dir ja gesagt, das ist so. Yay, er ist weg. Laufen wir noch schnell zur nächsten Mission? Ja. Ja, ich gehe sehr gute Wege. Brauche eine bessere Karte für Opportunity. Karten lesen ist ja etwas ganz Besonderes. Hier. Geschichte ist manchmal lustig. Nice. Welche Steuer? Am Anfang. Laura Chaos. Und dann war Jake. Als Jake auf Pandora ankam, fand er eine Welt voller Gefahren und Elend vor. Jake bewaffnete sich bis an die Zähne mit hochwertigen Hyperion-Waffen. Waffen der Firma, die er seine Heimat nannte. Ich will wissen, wie es weitergeht. Vor 5 Jahren dann besiegte Jack das Ungeheuer in der Kammer, triumphierte über die bösen Schatzsucher und schenkte Pandora den Frieden. Dann sicherte sich der Erdaussehende die Schürfrechte für den Planeten, den er gerettet hat. Jen, die Kammer, mag ein Buch und Jack wurde über Nacht, von dem nur ihr etwas geahnt hat. Eridium, dieses Geheimnis. Hauptsache nochmal gedrückt. Hätte ich gar nicht gedrückt. Aha, okay. Was ist denn meine Belohnung? Ich will die haben. Danke für Ihren Besuch. Ich habe Erfahrungspunkte bekommen. Armageddon! Die Mission machen wir dann im nächsten Part. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bis dann. Ja. Ciao.